Aktuell befindet sich der Nevado de Ruiz in einer eruptierenden Phase und die Angst bei den Bürgern Kolumbiens ist sehr hoch, dass sich die Katastrophe von 1985 wiederholen wird. In dem Zeitraum, wo 25.000 Menschen starben. Welcome to Lidom Production, the channel for natural phenomena. Der Nevado de Ruiz liegt in Kolumbien und zählt zu den Andenvulkanen. Diese verdanken ihre Entstehung der Subduktion der pazifischen Platte unter die des südamerikanischen Kontinents. Die pazifische Nassa-Platte taucht bis zu dem Erdmantel ab und wird teilweise aufgeschmolzen. Ein Teil der Schmelze steigt hinter der Subduktionszone auf und tritt an den Vulkanen aus. Zudem verringert der hohe Wasseranteil des subtierenden Gesteins den Schmelzpunkt, so dass sich bereits im Grenzbereich Erdkruste-Erdmantel Gesteinsschmelzen bilden können. Der hohe Wasseranteil der Schmelze bedingt eine hohe Explosivität der Andenvulkane, die typischerweise andesitisches Magma fördern. Neben explosiven Vulkanausbrüchen können auch zähflüssige Lavaströme und Lavadome entstehen. Der Nevado de Ruiz ist ein Stratovulkan, der überwiegend aus Andesit und Dacit besteht. Seit dem Pleistozän entstanden an dieser Stelle drei Vulkangebäude. Der Kegel des heutigen Nevado de Ruiz besteht aus mehreren Lavadome, die sich in der Caldera des Vorgängervulkans bildeten. Der Gipfelbereich des aktuellen Vulkans wird vom 1 Kilometer durchmessenden Krater Arenas dominiert, der eine Tiefe von 240 Metern hat. Die letzten drei Ausbrüche gingen von diesem Krater aus. Die erste Aktivitätsphase wurde auf das Jahr 4660 vor Christus datiert. Der jüngste Ausbruch ereignete sich 1991. An den Hängen des Vulkans finden sich Spuren großer Hangrutschungen, sowie einige Nebenkrater. Der prominenteste von ihnen ist der La Oleta-Krater. Der Nevado de Ruiz ist mit einer Höhe von 5321 Metern der zweithöchste Vulkan der Nordhalbkugel und sein Gipfel ist gletscherbedeckt. Neben den eigentlichen Eruptionen liegt in dessen Eismassen des Gletschers eine weitere Gefahr verborgen. Schmelzwasser kann Lahare auslösen. Dies geschah 1595, 1845 und zuletzt während der Eruptionsphase von 1985. Am 13. November begann eine Eruption und bereits 2,5 Stunden später hatte sich so viel Schmelzwasser angesammelt, dass es sich in einer gewaltigen Lawine aus Gesteinsschutt, Vulkanasche und Eisbrockenhang abwärts in Bewegung setzte. Aufgrund der großen Höhe des Vulkans erreichte der Schlammstrom eine unvorstellbare Bewegungsdynamik und eine Geschwindigkeit zwischen 40 und 60 Stundenkilometer. Der Lahar floss bis in die 43 Kilometer entfernt gelegene Stadt Amero. Mehr als 5000 Gebäude wurden zerstört und ca. 25.000 Menschen starben. Einige Schätzungen gehen von 31.000 Opfern aus. Die Ablagerungen des Schlammstroms erreichten eine Mächtigkeit von 40 Metern. Später fand man heraus, dass die Stadt bereits auf den Ablagerungen eines älteren Lahars errichtet wurde. Ein Ziel der Vulkanologen ist es, solche Gefahren frühzeitig zu entdecken. Doch erfahrungsgemäß lassen sich die Menschen nicht davon abhalten, in gefährdeten Gebieten zu siedeln. Amero wurde allerdings nicht wieder aufgebaut. Wenn ihr auch zu diesem Vulkan immer auf dem Laufenden bleiben wollt und natürlich auch zu anderen Vulkanen und Erdbeben, würde ich euch natürlich empfehlen, meinen Kanal kostenlos für euch zu abonnieren. Freut mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Bleibt alle gesund. Euer Patrick von Lidom Produktion. Auf Wiedersehen.